Displacement. Das ist etwas, was wir ebenfalls aus Cinema kennen, aber was hier etwas anders funktioniert. Das heißt, diese Einstellungen, die müssen Sie eigentlich gar nicht benutzen, denn das sind nur die globalen Einstellungen. Das heißt, das benutzen Sie, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten überall in Ihrer Szene das Displacement basierend auf diesen Detailgraden hier berechnet haben, also mit dieser Höhe, das ist der Amount, und entsprechend dieser Edge Length. Die Edge Length ist praktisch die maximale Kantenlänge, die Sie an dem über Displacement verformten Objekt sehen möchten. Das bedeutet, dass das ähnlich wie beim Cinema 4D Sub-Polygon Displacement dazu führt, dass das Objekt, wenn es berechnet wird, feiner unterteilt wird. Das ist ja eine sehr hilfreiche Geschichte, dann müssen wir dieses Objekt nicht von vornherein unheimlich hoch auflösen, mit vielen Punkten versehen, sondern das passiert praktisch automatisch während des Renderings. Nur hier ist es eben so, man gibt jetzt nicht so ein Unterteilungslevel an, wie das in Cinema 4D der Fall ist, dass man sagt, unterteile das 2, 3, 4, 5 Mal, sondern man gibt hier praktisch die gewünschte Länge der Kante vor. Wobei das auch nicht zwingendermaßen erreicht wird. Das hängt nämlich davon ab, wie die Auflösung und Größe des Objekts ist, was da über Displacement verformt wird. Man sieht nämlich hier, man gibt hier auch einen maximalen Unterteilungswert vor. Das heißt, wenn diese 20 Unterteilungen schon erreicht wurden, die Kantenlänge aber immer noch nicht kleiner gleich 4 ist, dann hört er trotzdem auf. Das ist also hier so ein Abbruchkriterium, um jetzt zum Beispiel bei sehr großen Objekten, räumlich großen Objekten, die aber kaum unterteilt sind. Also gehen Sie mal von einem Würfel aus, der jetzt 2 Kilometer Kantenlänge hat und Sie würden jetzt gerne aber eine Kantenlänge von 4 haben, dann müsste der wahrscheinlich um einiges öfter noch unterteilt werden, um auf diesen Wert zu kommen, aber Sie brechen eben entsprechend vorher schon ab. Aber das sind globale Werte, die können Sie dann nochmal überschreiben pro Material. Wir haben schon kurz angesprochen, es gibt hier nämlich über Erzeugen Shader V-Ray Bridge ein Displacement-Material. Hier ein Displacement-Material. Wenn wir das öffnen, da ist jetzt gar nicht so sonderlich viel einzustellen, aber hier finden wir eigentlich genau das wieder, was wir schon kennen. Nämlich hier oben den Amount, also wie weit die Oberfläche auf- und abschwingen soll. Und das macht ja durchaus Sinn, das individuell pro Oberfläche einzustellen. Deswegen sind diese globalen Werte nicht ganz so hilfreich, werden aber hier standardmäßig benutzt. Sie sehen hier Use Global Parameters, das heißt, die Intensität der Unterteilung wird hier aus dem globalen Bereich übernommen, kann hier aber eben individuell dann auch für dieses Material überschrieben werden, dass wir sagen, wir hätten hier vielleicht ganz gerne eine ganz andere Kantenlänge und auch einen ganz anderen Grenzwert, was die Unterteilungstiefe angeht. Ja, das wäre im Prinzip das, was man hier zum Displacement sagen kann. Hier hinten laden Sie ganz normal die Textur rein, können das sowohl in Graustufen machen, können aber auch RGB-Werte verwenden, so wie das Cinema 4D auch anbietet. Zum Beispiel für gebackene Sculptings und deren Texturen kann man ganz gut nutzen. Hier gibt es zusätzlich noch so ein Water Level. Das ist das, was wir zum Beispiel vom Landschaftsobjekt her auch kennen, dass man bestimmte Helligkeiten zum Beispiel in dieser Luminance-Textur von unten abschneidet. Also praktisch das Schwingen unter eine bestimmte Höhe dann komplett nivelliert, dass man hier eben eine gewisse Höhe als Nullhöhe angibt. Also ansonsten kann man hier auch nicht viel mehr einstellen. Was aber hier noch interessant ist, sehen Sie hier an der Seite, Use as Subdivision Surface. Das heißt, so wie in Cinema 4D auch, kann man jetzt diese zusätzlichen Unterteilung hier nutzen, also diese durch das Displacement verkürzten Kanten, um das Objekt gleichzeitig zu runden. Und das ist das, was ja auch die Rundungsoption in dem Sub-Polygon Displacement von Cinema 4D leistet. Das findet sich hier an der Seite. Das ist jetzt hier in den globalen Parametern nicht zu finden. Also das wird auf jeden Fall hier pro Material an- oder ausgeschaltet.